Wir kommen heute noch zu einem weiteren Livestreaming. Heute mit einem neuen Format, das ich mal ausprobieren möchte, und zwar einem wöchentlichen Rückblick und auch eventuell teilweise Ausschau, je nachdem, was gerade ansteht, und zwar zu den Idle, Clicker und Incremental Games, die ich noch regelmäßig spiele, also die so in meinem täglichen Beschäftigen mit irgendwelchen Spielen auf jeden Fall immer wieder auftauchen noch. Und heute habe ich erst einmal eine Liste von 8 Spielen. Mal gucken, wie lange das insgesamt dauert. Ein paar werde ich relativ schnell durchgehen können, weil da nicht allzu viel passiert. Und andere vielleicht ein bisschen länger. So, das nächste Spiel in der Liste ist Transport Defender. So, und bei Transport Defender habe ich mir heute auch schon wieder was bereitgelegt sozusagen. Und zwar werde ich mit euch den nächsten Sentinel-Reset, denke ich, machen. Also mit dem nächsten Sentinel-Reset bekomme ich jetzt sogar 15 Sentinel-Points. Hier bin ich im Moment jetzt, also das ist der Wert, neuer Spitzenwert, dass ich jetzt über 5 hoch 9 komme. Duration ist jetzt seit dem letzten Nutzen ist soweit voll. Das ist soweit alles okay. Bevor ich dann weiter zu den Sentinel-Sachen komme, erstmal noch eine Verbesserung, die sich hier mit den Drohnen-Missionen und so weiter ergeben hat. Okay, eine muss ich hier noch ausrüsten. Es gibt inzwischen eine Mission Queue und ihr seht, die ist jetzt schon fleißig am Arbeiten. Die hat nämlich jetzt gleich das Item Delivery bekommen. Deswegen sind jetzt auch gleich 30 Punkte weg vom Maximum. Das heißt, ich werde jetzt die Queue erstmal wieder mit den Weapon-Parts auffüllen und ich packe dann immer einen so ein Item Delivery-Mission in die Queue. Und sonst mache ich normalerweise eben vor allem die Weapon-Parts, dass die automatisch abgearbeitet werden. Dass ich direkt nur 70 Punkte ansammeln können, dass ich hier nur 70 Items, 70 Punkte ansammeln können, gehen hier dann 7 Missionen sozusagen fast automatisch weg, jeweils mit 5 Minuten. Und hier ist mein Inventory aktuell. Was ich noch nicht rausgefunden habe und auch noch nicht wirklich gesehen habe, wie das funktionieren soll, da ich ja nur 70 Mission Points ansammeln kann, wie ich 80 zusammenbekomme, damit ich diese Item Upgrade Mission bekommen kann. Weil hier ist es zumindest so, dass ich dann, wenn ich 5 Items von der gleichen Sorte habe, dass ich diese 5 dann zu einem grünen machen kann. Und 5 grüne könnte ich dann zu einem blauen machen und 5 blaue zu einem lilanen. Hier war ja die Mission, also zu einem Epic. Und dann soll es nach dem Epic weitere Stufen geben, dass man das weiter hochleveln kann. Das Problem dabei ist, die Level werden zurückgesetzt, also die Weapon Parts Level, und hier sind im Moment jetzt Stufe 23 und auch hier Stufe 29 habe ich die jetzt bisher ausgebaut oder abgegradet. Ich habe so, dass ich nur 3 davon als Traktorbeam habe und jeweils ein Item von den anderen. Das soll bei anderen, also zumindest habe ich meinen Entwicklerkommentar gelesen, der das Update da reingeschrieben hat, dass wohl viele Leute nur Traktorbeams benutzen. Wobei ich es für sinnvoll halte, eben zumindest auch von jedem anderen 1 drin zu haben, aber ansonsten auch sehr auf Traktorbeam setze. Viel mehr Item-Varianten gibt es ja im Moment nicht, außer diesen 4, zumindest nicht für die Devices. Die Batterien hatte ich mal ausprobiert, hat aber irgendwie keinen großen Nutzen daran gesehen, dass diese Bonusschübe, ich weiß gar nicht mehr genau, was die eigentlich gemacht haben. Also ich weiß nicht mehr genau, die hatten irgendeinen Bonusschub, irgendein Upgrade-Element, das halt zu nutzbar war und was dann depleted ist und bis sich die Batterien dann aufgelöst haben. Aber solche Verbrauchs-Items, das ist halt der Punkt, wo es sich bei mir einfach nicht lohnt zu sagen, da will ich nicht so viel Geld investieren, beziehungsweise hier in dem Fall Mission Points dafür nutzen, sondern wenn dann lieber für permanente Boni. Und deswegen hier er ist jetzt gerade auch schon wieder relativ dicht am Ende. Mal gucken, ob ich die noch upgraden kann. Ja, dann haue ich das mal da rein. Bringt das eben nicht allzu viel. Das nächste geht eben eigentlich hier die Sentinels. Also mit 15 Punkten habe ich auf jeden Fall vor, hier die verschiedenen Level anzuheben und mir das Caravan-Protokoll auf jeden Fall das erste Mal zu aktivieren. Das Quacking Timer-Protokoll, das war eigentlich das... Das war eine Fehlinvestition. Das hätte ich auf jeden Fall nicht freischalten sollen, weil eben mit diesem 45-Minuten-Timer, das lohnt sich überhaupt nicht an der Stelle. Also beziehungsweise, wenn ich es aktiviere, habe ich da zwar einen größeren Bereich, zwischen 39 und 111 Minuten. Aber es ist an der Stelle nicht wirklich sinnvoll, weil auch 111 Minuten sind zu wenig, um hier den Maximal-Duration-Bonus zu bekommen. Und auch von dem maximalen Bonussektor und so weiter, das hat nicht gepasst. Bei den schnellen Resets, da lohnt es sich mehr, das einfach laufen zu lassen und ab und zu resetten.
So, und dann das Postman-Protokoll ist noch zu überlegen, freizuschalten. Aber das ist eben ein Upgrade auf die WP-Points bei den Deliveries. Das heißt, es ist nicht, dass die Basismenge irgendwie ist. Und auch hier die MP-Regeneration Rate ist eigentlich auch kein Effekt, wobei das ja erst extrem spät aktiviert werden kann. Und auch dieses Rücksetzen hier, also das sind alles noch nicht, also ich habe hier noch keins gesehen, womit ich einen höheren Basiswert ansparen kann. Auch hier, das sind eher auch Boni auf Weapon Parts, aber ich denke nicht auf einen Multiplikator, weil sonst hätte da ja bei mir jetzt schon was stehen müssen, weil ein Upgrade habe ich hier schon gemacht. So, hier ist jetzt die Überlegung, wann ich das hier aufgebe oder ob ich, ja klar, ich werde noch den einen sparen und werde hier das Cargo dann wieder upgraden, um da noch 1,6 dann wahrscheinlich zu bekommen. Gehe ich davon aus, ja, und dann da nochmal 20% mehr. Und ja, zu den Drohnen gibt es jetzt sonst nichts weiter zu sagen. Außer, dass ich zumindest so vorgehe, dass wenn ich hier so ein Item gefunden habe und das Level 5 hat, das heißt, dass ich mindestens 100 Weapon Points da rausbekomme, dann mache ich es kaputt, dann hebe ich es nicht auf und alle anderen lasse ich halt jetzt hier liegen und hoffe, irgendwann rauszufinden, wie ich hier meine Q auf 80 bekomme. So, zu den Sentinel Points. Also wie gesagt, einfach hier die Reihe dann durchgehen, das alles irgendwie ein bisschen upgraden. Das werde ich da auf jeden Fall machen. Das Clicker-Protokoll werde ich jetzt wahrscheinlich nicht weiter aktivieren. So, wenn ich das Postman-Protokoll tatsächlich aktiviere, so wie das hier, dann sind schon mal 10 weg. Dann habe ich noch 5 Punkte übrig, die ich dann irgendwie ein bisschen verteilen kann. Das heißt aber, ein Sentinel-Level-Upgrade werde ich auf jeden Fall diese Runde noch nicht machen. Jetzt werde ich natürlich noch ein bisschen gucken. Also 3 hoch 9. Ich bekomme auf jeden Fall die 16 zusammen, weil 5,5 habe ich noch drin. Die hole ich mir jetzt mal. Und dann gehe ich mit euch die Upgrade-Sachen durch, weil ich muss das Zeug ja trotzdem noch verscherbeln. Ah, ich bekomme schon 5 hoch 7, aber natürlich dauert das ewig, wenn ich die jetzt ständig resetten würde. Und die Weapon-Level reichen aktuell natürlich nicht aus, um hier Schaden zu generieren. Deswegen muss ich die gerade ein bisschen unter die Arme greifen, damit die schon mal ein bisschen loslegen. Auch wenn es jetzt keinen großen Effekt mehr hat. So, das eine, da will ich gleich nochmal gucken, zu den Crystals, aber gucke ich erstmal ein bisschen hier, wie es jetzt da aussieht. Also im Moment bin ich so vorgegangen, ich kaufe dann immer nur noch maximal ein so ein Upgrade, weil die halt inzwischen schon echt teuer sind und die kosten 10% im Verhältnis zu meinem Cargo, was ich eingesammelt habe neu. So, dann mal noch die freigegebenen, also die Frozen Cargo auch noch dazu. Deswegen werde ich jetzt hier nicht extra kaufen. Und ich bin jetzt bei 216. Also ich bin knapp bei der Größe, wo ich meine erste Folge gemacht habe. Da lagen sie ja bei 200, 210 irgendwo in der Dreh an Items, die man freischalten konnte. Die habe ich jetzt tatsächlich soweit erreicht. Aber die Liste liegt inzwischen bei 358. Also von daher, ja, die Liste hat zumindest sich schneller verlängert, als ich geschafft habe, sie sozusagen zu antizipieren. Und inzwischen ist es so, ich habe jetzt einige Dinger schon einfach dann schon mal ausgebaut, schon mal komplett aufgekauft. So, den kann ich sogar immer noch nicht komplett auf Max bringen, obwohl er nur 1500 Level hat, aber ist halt einfach viel zu teuer. Und so langsam, ich habe dann, also die sind noch ewig fortlaufend, die sind sozusagen fast ins Endlose fortzusetzen. Die lassen sich nicht so schnell maximieren. Zumindest nicht, was die Kosten angeht. Deswegen lasse ich die nach und nach weiterlaufen und habe dann Stück für Stück angefangen in den weiteren. Also das sind ja eben Damage und Money. Die wiederholen sich ja ziemlich häufig. Wenn ich dann hier weiter runter gehe, hier wieder Damage und Money mal ein bisschen niedriger einsetzen, so Tausender. Dann kaufe ich die hier einfach immer so 1.000, 2.000 dann eben mit und gucke dann weiter, wie weit es noch geht und ziehe die eigentlich parallel, versuche die da hochzuziehen, ohne jetzt im Detail wirklich zu gucken, okay, wie hoch wird jetzt der Multiplikator ausfallen, wenn ich den jetzt um 1.000 erhöhe und so weiter. Und dann vor allen Dingen ja diese netten Multiplikatoren, die, ich glaube, das war dieses mit dem Dark City oder irgend sowas. Mal gucken, das war ziemlich am Anfang. Empty City. Genau, das ist nämlich ja basiert auf der Menge an Cargo, die ich habe. Deswegen auch die Frozen Sachen so wichtig, um da ja halt einen großen Multiplikator zu machen.
Ja, das ist hier jetzt schön zusammengefasst unter Funny. Das sind Sachen, die ich auch gekauft habe. Okay, die Confirmation ist egal. Warum kaufe ich die überhaupt? Nun ganz einfach, weil es wiederum Items gibt, die haben einen höheren Bonus, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Items maximiert habe. Das heißt, die maximierten Item, die haben einen höheren Bonus. Also kann auch der Nonsens gekauft werden. Genau, Nothing 0 und so weiter ist eigentlich vollkommen wurscht. Die habe ich noch nicht maximiert, weil da sind im Verhältnis einfach die Sachen viel zu teuer. Und hier ist zum Beispiel das Absurde, wenn man den aktiviert. Vorsicht, manche Sachen verringern halt einfach die Boni, weil es gibt auch welche, wo El Cargo mit mehr als 1 multipliziert wird, aber hier ist das halt nicht der Fall. Das heißt, wenn ihr das kauft und aktiv lasst, also zum Glück kaufen ist kein Problem, kaufen müsst ihr es ja sowieso, zumindest freischalten. Ob ihr dann ein Level kauft, ist euch überlassen. Das heißt, es bleibt sowieso inaktiv, nachdem ihr es hier freigeschaltet habt, aber wenn ihr es aktiviert, habt ihr zumindest jederzeit die Möglichkeit, an der Stelle zumindest das zu disablen und zu sagen, okay, das war nicht sinnvoll, genauso wie die Firing Rate. Weil die ist nicht nach unten, sondern die ist nicht nach oben, sondern nach unten. Das heißt, sie verlangsamt die Firing-Rate. Ich weiß nicht, ob man das im Moment hier drogen, 32-30, ob man das so ohne weiteres sehen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber das sind halt so die Geschichten. Ich kann das ja mal ein bisschen höher stellen. Nicht alles dafür ausgeben, aber zumindest mal. So, mal aufzeigen, 32,30, jetzt minus 10%. Na gut, 10% fällt natürlich in dem Exponenten so nicht auf. Aber ihr seht, die Rate ist deutlich nach unten gesprungen. Also es ist nicht sinnvoll, bestimmte Sachen zu aktivieren. Bei manchen Sachen ist es wieder unterschiedlich. Ich glaube, bei dem MK, also ich guck mal, das war nämlich dieses HT-Ding. Es gibt ein Item, was ich dann lange Zeit erstmal deaktiviert gelassen habe. Mal gucken. HT. Beziehungsweise doch, das genau, Heavy Turret. Das eine ist das Heavy Turret Damage, ist natürlich praktisch. Das K, klein Problem. Die Accuracy. Also es ist am einfachsten, wenn ihr das abschaltet, seht ihr, dass die immer. Also entweder sich hier nach mir richtet oder eben, wenn ich nicht in dem Feld bin, schießt ihr einfach gerade nach oben, was für den Boss ziemlich ideal ist. Wenn die jetzt allerdings noch Monkey Squad hier ganz am Anfang steht und ihr die noch nicht ausmaxen könnt, dann schießt das Ding wie wild um sich und macht etwa so und so und schießt sonst wohin. Und das heißt, ihr verliert eigentlich die Schussfrequenz an der Stelle. Also nicht sehr sinnvoll, das am Anfang enabled zu lassen, wenn ihr hier eine schlechte Nachführung habt, dass die dort nachführt. Und dann ist es jetzt natürlich auch so, dass sie nicht mehr meiner Maus folgt, was okay ist, weil sie ja jetzt selber ganz gut zielen kann. Und weil ich eh eher Idle Game spiele, als dass ich wirklich aktiv mache. Aber das ist eine Sache, dass es sozusagen über die, je nachdem über den Status, ändert sich die Nützlichkeit. Aber es gibt noch einen anderen. Genau, Overdrive Locked. Also ihr seht im Moment hier, ich habe einen Bonus von 4 mal hoch 34. So, wenn ihr jetzt nur dieses Item hier alleine habt und ich das disable, zack, wird es auf 1 festgelegt und ihr habt natürlich einen deutlich schlechteren Multiplikator, weil das Ding wegfällt. Aber, und das ist halt wieder zu sagen, es gibt einen anderen Bonus. Ich glaube, das ist gleich der hier drunter. Da seht ihr eine nette Formel, Overdrive Max if Current is 0. So, das heißt, jetzt ist natürlich Damage von 1, das heißt, dieses Item bringt mir überhaupt nichts, egal wie viel ich davon auslevele, passiert gar nichts. So, setze ich das jetzt tatsächlich, friere ich das ein, habe ich einen Bonus plötzlich von hoch 33. Jetzt ist natürlich das Problem, habt ihr Empty Room so weit hochgelevelt, dass er, also ich schalte es nochmal aus, wir sind bei 32,30. Das heißt, es lohnt sich nur dann, das Ding zu aktivieren, wenn ihr hier so einen Bonus rausholt, dass der das natürlich ausgleicht. Der muss natürlich exorbitant ausfallen an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ausreicht mit den, wie viel sind das, 100 Millionen, 1 Milliarde. Also 1 Milliarde allein von den Kommastellen her dürfte nicht ausreichen, um 30 Nachkommastellen auszugleichen. Also von daher bleibt es im Moment sinnlos.
Aber es gibt halt solche Items, die so in Abhängigkeit zueinander tatsächlich etwas komplizierter sind. Ja, und dafür, da gilt es halt doch ein bisschen drauf zu achten, was ihr gerade aktiviert, ob das eine einfache Sache ist, die hochgebracht wird und wie viel lohnt es sich dann hier reinzubringen, wenn ihr letztlich das andere Item, was dazu auf jeden Fall notwendig wäre, gar nicht aktiviert. Und wenn ihr eher auf Overdrive setzt und Overdrive halt nicht ignoriert und so weiter. Also in der Hinsicht weiterhin sehr komplex und ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also nicht alles blind hochleveln, immer mal ein bisschen gucken. Habe ich mir damit jetzt wirklich gerade einen Bonus eingehandelt. Immerhin sicherheitshalber vielleicht mal hier bei Funny gucken. Beim Funny ist es am besten, die Dinge ausgeschaltet zu lassen. Was Anything plus 1 ist, keine Ahnung, auf was sich das bezieht. Ob es auch eben, wie gehabt, nur ein Joke ist oder ob irgendwas damit tatsächlich beeinflusst wird, keine Ahnung. Also, nicht alle Items sind in erster Linie direkt in einem positiven Einfluss auf euer Spielerlebnis und vielleicht auch abhängig von der Art und Weise, wie ihr spielt. So, aber jetzt will ich noch die Kohle auf den Kopf hauen. Und zwar jetzt nicht für die Items, weil die werden eh danach zurückgesetzt, sondern eher zu gucken, kann ich hier noch bei den Achievements ein bisschen was reißen. Also die Kills laufen von alleine, 20:30, das dauert noch eine Weile, bis da wahrscheinlich höhere Stufen erreicht werden. Auch bei den Klicks mache ich jetzt nichts mehr, nachdem ich jetzt die Autoklicks anhabe. Also ich zeige es euch mal kurz, die Rewards. Also ihr seht, hier laufen die Klicks auf, die natürlich eben auch den Overdrive jetzt immer auf Max haben. Das heißt, das ist aus meiner Sicht das wichtigste Sentinel-Protokoll zu aktivieren, Autoklicks, weil da hängen auch mehrere von den Items dran, die letztlich einen Effekt haben, nur wenn Auto geklickt wird. Das sind ganz, ganz viele, ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeiten. Mal gucken. Tragochance ist nicht auf dem Ding, aber es sind mehrere solche MK-Generator, also beziehungsweise MK zu bekommen. Bestimmte andere Upgrade zu bekommen. Cargo und Autoklick zum Beispiel. Mal gucken, wie steht Klick eigentlich hier drin? Autoklick, ja genau. Ah, sind ja schön gesammelt dann. Also hier die ganzen Chancen, Autoklick-Chance und so weiter. Das heißt, dazu müsst ihr natürlich, damit die irgendeinen Sinn für euch erfüllen, also wenn ihr in den 150er-Bereich oder zwischen 100 und 150 seid, ist es auf jeden Fall, allein Cargo on Autoklick, einer pro Klick gibt es auf jeden Fall. Der ist natürlich exorbitant hoch, hier den weiter hochzuleveln. Aber zum Beispiel hier, jetzt für jeden Klick ein Cargo immerhin. Mal gucken. Amount of Cargo received on Autoclick based on local Cargo Reward bis out Bonuses. Also es gibt zumindest auch, das bleibt nicht bei 1, sondern es wird tatsächlich auch ein höherer Faktor, sodass sich die relevant bleiben sollten. Also auch hier darauf achten, diese ganzen Dinger machen nur Sinn, wenn ihr das Clicker-Protokoll aktiviert habt für den Autoclicker. Ja, also da auf jeden Fall aufpassen. So, die Rewards mal wieder ausschalten. Also, Mausbrecher geht automatisch weiter. Das ist auch nicht mehr allzu lange hin, bis da das nächste kommt. Und ich weiß nicht, ob das 19. ist schon erfüllt. Das heißt, das hier hinten dürfte das 20. werden. Das heißt, Mausbrecher ist dann vollständig. Weapon-Level geht auch von alleine. Bosskills, Collar-Crystals. So, das ist das Thema. Collar-Crystals. Ich brauche 40.000. So, 10.000 kaufen. So, dann kann ich hier nämlich mal das Zeug auf den Kopf hauen und einfach mal ein bisschen das Zeug raushauen. So, mal gucken, hoch 8. So, lohnt sich jetzt noch einer, hoch 5, also nochmal das Doppelte. Naja, da muss ich fast 100.000 kaufen. Das werde ich jetzt an der Stelle mal nicht mehr ausgeben, sondern stattdessen dann mal weiterschauen. Also die Transfers, klar, die laufen auch automatisch weiter. Je öfter ich dort einen Transfer mache, Alien Kills, Unlock Features, das geht alles alleine weiter. Wobei, da könnte ich ja dann gerade mal noch, bin ich jetzt rechts bei 216, dann machen wir doch den einen noch voll. Wo war das? Wo war das? Wo Unlock Feature, wo bist du? Ah, hier, genau. 215 auf 216. Dann habe ich hier zumindest noch einen kleinen Damage-Bonus dazu. Aber klar, das geht natürlich endlos weiter. Reassemblies, gut, die kann ich jetzt nicht beeinflussen, weil die sind zu teuer. Die nächste Stufe geht erst bei hoch 7143 los. Aber dann werden die relativ schnell, denke ich, alle gekauft werden.
Also Reassemblies, wie gesagt, das geht von alleine weiter, erst wenn ich die entsprechenden Exponenten erreicht habe, was das Geld angeht. Current Money ist auch egal, Max Completed Sector auch, Ability Activation, gut, das zählt einfach so weiter. Und MK-Upgrades, das ist das, was ich jetzt noch brauche oder wo ich jetzt zumindest noch ein bisschen Geld raushauen kann. 32.000 ist der nächste Schlüssel. Dann schaue ich mal, dass ich den erfülle und jetzt mal gucken, ob ich noch 30.000 da unterbekomme. Also ich kann mal gucken, wie viel bin ich denn jetzt? Bei 16 bin ich jetzt und 1 hoch 9 bringt mir noch einen ein. Noch eine Stufe, damit bekomme ich dann den 17. Sentinel Point. Gut, den werde ich jetzt eh nicht mehr komplizieren. Dann ist nur die Frage, ob ich das Geld halt noch für MK-Upgrades im Moment jetzt nicht ausgebe. Das lohnt sich jetzt nicht mehr, da komme ich nicht mehr weit genug. Cargo Spend, da werde ich gleich noch ein bisschen was ausgeben, da kommt nicht mehr viel dazu. Aber Rerolls, das kann ich noch machen. Cargo Spend und MK Rerolls, da sollte ich 2 hoch 7 ausgeben, das dürfte kein Problem sein. Eigentlich komplett sinnlos, ich verstehe nicht genau, was solche Achievements so wirklich bringen sollen. Weil bevor ich das Cargo eh verfallen lasse, kann ich es auch einfach für solche Sachen dann ausgeben. Ja, vor allen Dingen hat es ja einen El-Cargo-Multiplikator, also dafür ist es natürlich ideal. Das gibt auf jeden Fall einen schönen Boost dann für das nächste. Höher kann ich es nicht machen, weil ich habe ja nur 70.000 MK-Punkte. Deswegen kostet das bei jedem Upgrade dann das Gleiche. Das steigert sich zumindest nicht. So, Stufe 28 würde jetzt noch gehen. So, Sentinel-Level, das werde ich jetzt noch nicht weitermachen. Epic Items habe ich erst eins gefunden. Drohnenmischen, okay, da ist auch bald soweit. Und Weapon Parts, okay, das läuft auch automatisch. Also da ist es halt sinnvoll, sozusagen kurz vor Schluss dann einfach hier für diese Upgrades und für die Multiplikatoren dann lieber die Kohle noch auf den Kopf zu hauen. Und natürlich sie auf jeden Fall auf den Kopf zu hauen, weil jedes Cargo zählt. Also lohnt es sich nicht, das irgendwie wegfallen zu lassen. Mensch, wo bist du? Ah, Unlock Features. Okay, ist ein Damage-Multiplikator. Ist jetzt nicht so relevant. Dann machen wir den einen da noch und ich mache dafür dann noch den Rest auf die MK-Upgrades und haue da die restliche Kohle raus. So, und damit bin ich ausreichend blank und bereit für den nächsten Sentinel-Reset. So, 17 Sentinel-Points. Also, jawohl, also Weapon Levels, Features und Color Crystals go get XP. Achso, ich will mal nochmal nachschauen, die Color Crystals. Weil letztlich, ja, also die Menge an Farben nimmt trotz der absurd hohen Zahl natürlich nicht mehr zu. Man hat dann nur diese Farben in einer Unmengenmenge letztlich zur Verfügung, sodass man eigentlich alle Waffen mit einer Farbe hier bespielen kann. Aber warum auch immer. Das ist halt, in der Form ist das Spiel halt crazy genug, solche Dinge zu tun. Und wer diesen Humor letztlich mag, ja, spielt es einfach, probiert es aus und erfreut euch daran. Oder lasst euch davon in den Wahnsinn treiben, je nachdem, was euch besser gefällt. Also, Sentinel Reset, jawohl, ja. Und natürlich, ich weiß nicht, warum die sozusagen so langsam runterfahren, aber ich habe jetzt natürlich schon eine ganz gute Basis, weil ich starte ja nicht mit 0, ich starte mit ein paar MK-Points und so weiter. Also was habe ich gesagt? Ich möchte freischalten das Caravan-Protokoll bitte und ich möchte das Postman-Protokoll freischalten. Warum eigentlich? Weapon Points plus 10 mal Level plus Sentinel Level durch 2. Also Sentinel Level ist 1, Level ist dann auch 1. Das heißt, ich habe 2, 10 mal 2 sind 20%. Das heißt, ich bekomme 20% mehr Weapon Points. Lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Ich mache es trotzdem. So, und ansonsten, so, jetzt habe ich noch 7 Points übrig. Das heißt, die Starting Cargo werde ich mal noch ein bisschen erhöhen. Wobei ich die natürlich dann erst beim nächsten Reset bekomme. So, Starting Features plus 6, das werde ich auch erhöhen. Und Sentinel Weapons. Und dann
Feature-Preis. So, da habe ich jetzt minus 2%. Das werde ich erstmal noch unangetastet lassen. Die Frage ist, ob ich die MKs noch mache, aber ich denke nicht. Die Frage, ob ich Damage, was haben die eigentlich für Multiplikatoren? Level mal Sentinel Level. Also 2 mal 2 ist dann 4 statt nur 1. Und hier das gleiche. Ja, also dann mache ich euch beide noch ein Level Upgrade und dann habe ich hier auch nochmal einen deutlichen Bonus. Und ich denke beim nächsten Mal dann das Cargo Level weiter ausbauen und ja, weitere Sachen anschauen. So, du spielst dich jetzt auch schon wieder ganz gut alleine. Wieso eigentlich? Achso, weil ich ein MK-Level habe. Ist ja sehr lustig. Und der Autoklick. Der Autoklick ist natürlich damit verantwortlich dann. Dann kauft man auch hier doch dir mal die ersten Bonussachen. Und gucken mal, was ich jetzt für 640 Cargo bekomme. Also die Waffen lasse ich erstmal außen vor, bis zum ersten Reset. Und kaufe 2 Abilities und der Rest ist natürlich hier, ich habe jetzt schon 6 Abilities bekommen. Die gilt es erstmal zu aktivieren und einzuschalten. Also Zar, Monument, Money per Klick, Overdrive per Kill, zumindest überhaupt einschalten, Weapon Auto Buy natürlich enablen, damit ich mich nicht darum kümmern muss, und 5 kann er dann schon mal alleine kaufen. Das ist schon mal entspannt für Idle Game. Aber 3 Max war natürlich jetzt der falsche Einkauf, den hätte ich noch nicht kaufen sollen. So, Alien Goo, Ability und Cargo plus 5. So, habe ich jetzt hier noch was? Damage und Money. So. Und das war's eigentlich. Damit geht die ganze Show wieder von vorne los. Es wird eine Weile dauern, bis ich die ganzen Sachen natürlich wieder in dem Status erreicht habe. Ja, das ist jetzt auch nur 25% Bonus. Das ist jetzt nicht so viel, aber mal sehen, was es bringt, wie es überhaupt diese zusätzlichen Sentinel-Protokoll dann sich auswirkt. Und ich werde euch mit Sicherheit auf dem Laufenden halten. Also soweit heute mal wieder ein Sentinel-Reset. In den nächsten Wochen wird hier mit Sicherheit weniger los sein, weil so oft habe ich da noch nicht resettet. Ich glaube, das war jetzt mein 3. Sentinel-Reset. Mal gucken, das steht doch bestimmt in den Statistiken, oder? Counters. Da steht es nicht. Generators. Wir sind natürlich jetzt alle sehr, sehr leer wieder. Starting Sector, Damage Duration Bonus. Komm, verrat mir doch. Misk. Nee. Du hast dir echt nicht gemerkt, wie viel Sentinel Resets ich gemacht habe. Komm. Bei so vielen Zahlen muss doch da das auch dabei sein. Die letzte Sentinel Duration war 16 Tage. Okay, also nur 2 Wochen, das ist relativ kurz gewesen. Die erste kommt mir auf jeden Fall noch länger vor. Na gut, wenn es nicht mehr gewesen ist, dann ist das so. Also, soweit für heute mit dem Transport Defender. Und ja, viel Spaß damit. Und jetzt auf zum letzten Spiel.